war ziemlich schockiert über diese Aussage von meinem Vater, weil wir als Baha'i durften einfach vor einem Mohammedaner nicht einmal Aloha sagen. Das ist die Geschichte von einem Tag, wo sie aus Yazd ein bekannter Yazdi-Unternehmer in Rafsanjan brachte jedes Jahr während 3 Monate hatte den einen Priester Hund aus Yazd gebracht bei dem Namen von Ansari, und da hat die Leute ziemlich angefeuert, die Bahai anzugreifen, und auch wegen der Bahai-Sache viel gesprochen, gegen die Bahai-Sache. Und eines Tages ist ein Rechtsanwalt aus Kerman, der auch mein Vater vertreten hat in manchen Fällen in Rafsanjan, ist zu uns gekommen, das war früh Vormittag, hat gesagt, ich war im Gericht, und da ist Gerücht, dass die Leute werden heute das Bahai-Zentrum in Feuer stecken und auch das Haus von innen, und werden auch sie umbringen. Mein Vater hat gesagt, ich überlasse mich dem Willen Gottes, ich bleibe hier. Was Wille Gottes ist, soll geschehen. Das war vormittags. Dann am Nachmittag, frühen Nachmittag, ein sehr guter Nachbar von uns ist gekommen, hat gesagt, ich habe dem Iraj, das war der Fahrer von uns, gesagt, er soll das Auto aus der Garage rausholen. Das Auto steht bereit vor dem Haus. Und es ist besser, wenn Sie und Frau Gemahlin, die Familie, nach Kerman fahren und nicht hier bleiben, weil die Leute haben jetzt gerade das Bahai-Zentrum angegriffen, in Feuer gesteckt. Die haben auch effektiv alles unter Feuer gehabt, das Bahai-Zentrum in Rafsanjan. Und dann, mein Vater hat mir gesagt, kannst du ein Gebet sagen? Wie alt warst du denn? Ich war 13. Mhm. Ich war ziemlich schockiert über diese Aussage von meinem Vater, weil wir als Baha'i durften einfach vor einem Mohammedaner nicht einmal Aloha sagen. Allah, die Art und Weise, wie die Bahai sich grüßen. Du sagst, Gott ist der Glorreichste, Bahai, was ja sie, eigentlich kein Schimpfwort ist. Die Bahai, wenn sie sich treffen, die sagen Allah. Als Bahai, wenn 10 Bahai da sind, ein Muslim dabei, dann sagen sie alle Salam und nicht Allah. Das war natürlich für mich schockierend, aber trotzdem, weil er mir gesagt hatte, bin ich hingegangen, habe Gebetsbuch geholt und mit geschlossenen Augen einfach das Buch aufgeschlagen. Und da ist ein Gebet gekommen, das ist wirklich fantastisch. Das ich sage. Ey Bande Purbafoy Jamal Qadam, Zende Besma Azami, Ranjur Balaro, Diyar Chigami. O Dina. O treue Diener von Baha'u'llah.
du lebst durch den Gottessegen, aber brauchst du von den Allheimsuchungen gar keine Sorge haben. Also es geht Satz für Satz weiter über die Angriffe der Feinde und dass dem trotzdem keine Sorgen haben. Dann heißt es auch in einem Satz, dass der Angriff oder der Widerstand von den Ulama ist wie der Angriff von der Moskito. Da ist aber in Iran sehr wichtig, dass dieser Satz, weil wenn wir auf der Terrasse im Sommer unser Bett hatten und dann die Moskitos, die wurden die ganze Zeit haben angegriffen und konnten nicht schlafen. Nur wenn es einmal ein leichter Wind kam, dann gab es keine Moskitos. Der Wind hat die Moskitos weggetragen. Dann sagte the power of the holy word is like a strong hurricane. You know, und wird das alles wegbewegen. Jedenfalls, Martike, wann dieses Gebet zu Ende war, dann hat mein Vater sich herzlich bei ihm, bei dem Nachbar bedankt, dass er besorgt war über uns, dass er gekommen ist. Dann sagte er, dieses Gebet ist die Antwort auf ihre Aussage. Ich bleibe hier und verlasse mich in die Hand Gottes. Was es sei. Das war natürlich leicht gesagt für ihn. Und er ist wieder weggegangen, hat sich bedankt. Okay, Sie können entscheiden, wie Sie wollen. Ist er weggegangen. Dann natürlich war ich als 13 oder 12 oder 13-jähriger Junge ziemlich aufgeregt über die Erwartung von was geschieht jetzt. Und dann unser Haus war das einzige Haus in Rafsanjan, das zweistöckig war. Das war so hoch, dass man die ganze Stadt und die umliegenden Straßen an sich sehr gut übersehen konnte. Ich bin sofort, wie er weggegangen ist, dann bin ich auf das Dach gegangen und habe gesehen, dass eine große Masse von Menschen vom Weiten kommt in unsere Richtung. Dann bin ich runtergelaufen zu meinem Vater und gesagt, die kommen. Die sind unterwegs. Dann hat mein Vater gesagt, ruf mal deine Mutter, kommt hierher, wir beten zusammen. Dann habe ich meine Mutter gerufen, die sind dann zusammen zu ihm gegangen, haben einige Gebete gesagt, das Tablett von Ahmad und andere Gebete. Und wenn das fertig war, dann bin ich wieder hochgeklettert. Ja, weil man sagt, aufs Dach, man muss wissen, dass die Dächer im Iran flach waren, wie eine Terrasse. Ne? Nicht, dass der Sohn auf dem Dach stinkt. Das ist auch ja, weil im Sommer die meisten, die schlafen auf dem Dach an sich. Die Terrasse eigentlich. Ja, ist alles flach. Ja, dann habe ich gesehen, dass sie hinter der Wand von unserem Garten sind.
Dann sind ich runtergelaufen, habe meinem Vater gesagt, die sind jetzt hinter der Wand bei uns. Hat er gesagt, welche Wand? Ich habe gesagt, die Wand auf die andere Seite. Das war aber, unser Haus war in der Mitte ziemlich groß. Das waren vielleicht 2 Hektar Grundstück und Garten und Pistazien und alles Mögliche. Und da waren 3 Straßen, die das Haus umgeben haben. Es war einmal die Hauptstraße, die Autostraße war nach Kerman, nach der Hauptstadt, Provinzhauptstadt Kerman. Dann eine Seitenstraße zu uns, zu einer Seite von unserem Haus. Da waren wir hatten wir einen Eingang. Auf der Hauptstraße hatten wir auch einen Eingang. Und auf dieser Nebenstraße hatten wir auch einen Eingang. Dann war eine 3. Straße auf der anderen Seite, links, die uns getrennt hat von unseren Nachbarn. Und diese Gasse, die führte zu einem Weg nach einem Dorf namens Sadiqabad. Und in diesem Dorf hatte mein Vater ein Grundstück hergegeben, um ein Bahai-Friedhof zu errichten. Mein Vater hat gesagt, ja, wo sind Sie? Ich habe gesagt, in dieser Gasse dort. Ich habe gesagt, ja, dann, du kannst beruhigt sein, die werden uns nicht angreifen. Ich sage, ja, wieso denn? Ich sage, ja, wenn sie wollten uns angreifen, die würden wahrscheinlich durch die 2 Türen reinkommen, die dort stehen, aber nicht auf die andere Seite, wo keine Tür ist. Aber die haben diesen Weg eigentlich benutzt, nach Sadiqabad gegangen und dort die Tür von dem Friedhof, Eingangstür, verbrannt und reingegangen. Und dann einige Gräber aufgemacht, ein paar von diesen Gräbern, da drin waren noch neulich beerdigte Leichen an sich, die sie rausgeholt haben und alles verbrannt haben. Und das ist eine Geschichte, die wirklich in vielen Städten von Iran sich wiederholt, auch jetzt in der Zeit von der iranischen islamischen Republik. Das ist gang und gäbe, dass sie die Friedhöfe angreifen, kaputt schlagen, in Shiraz und anderen Städten auch. Wie wir dann erfahren haben, was alles passiert ist, dann ist am Abend spät, nachdem es dunkel war, hat mein Vater gesagt, mit meiner Mutter und ich, wir sind zu dritt nach Kerman gefahren und zu einem sehr guten Freund von ihm, der ist auch ein Bahai, das auch Geschäftsfreund war von ihm. Ja, dann hat mein Vater alles unternommen, die ganzen Behörden von dem Gouverneur, Polizeidirektor von Kerman, was eigentlich für die ganze Provinz zuständig war, und auch Gendarmerie. In Iran war es neben Polizei, war auch die Gendarmerie für Ordnung zuständig. Hat er auch den Gendarmeriechef besucht und so weiter. Das war einige Tage, hat es gedauert, bis er all diese Leute aufgesucht hat, um Schutz zu bekommen. Das Ziel war nicht nur unser Haus, sondern waren auch andere Bahai. 5 Bahai-Familien waren eigentlich Zielscheibe. Jedenfalls, dann haben diese
sozusagen Kommandeure der Streitkräfte haben entschieden, erstens den Polizeichef von Rafsanjan sofort zu ersetzen. Also dann haben sie einen neuen Polizeichef namens Herrn Kamran, hieß sein Name. Er war verheiratet mit einer Bahá'í-Frau und war den Bahá'í sehr gut freundlich eingestellt. Der Kamran hat für Ordnung gesorgt, aber zusätzlich haben sie noch für jedes Haus 4 oder 5 Soldaten. Für jedes Haus 5 oder 5 Soldaten, 1 für jedes Haus? Nein, 5 Soldaten für jedes Haus. Aber natürlich, die von seitens von Bahá'í-Haushalt wurde natürlich die Verpflegung für die Soldaten eigentlich besorgt. Und ich kann mich erinnern, und die hatten auch diese Politik angewandt, dass die Soldaten aus Belutschistan hingeschickt haben. Diese Belutsch-Gegend, Belutschistan-Soldaten, wo jetzt heute auch wirklich sehr viel dort Demonstrationen sind gegen die bestehende Regierung, die sprechen ihre eigene Sprache. Die haben ihr eigenes Dialekt und verstehen normalerweise das normale Persische nicht. Außerdem sind sie auch Sunni-Moslems und nicht Schia. Also die haben diese extra ausgewählt, damit die nicht eventuell unter eine Decke gesteckt werden mit den anderen Leuten in Rafsanjan. Das war die Geschichte von damals, was auf mich einen ziemlich tiefen geistigen Eindruck hinterlassen hat. Du hast gesagt, dass aber ein anderer Schlüsselmoment war dazu beigedrungen, dass da dann Henno aber später aus dem Iran ausgewandert sieht. Das war die Begegnung am Shoghi Effendi. Shoghi Effendi ist ja der Enkelsohn von Abdu'l-Bahá und Großenkel von Bahá'u'lláh. Und Abdu'l-Bahá hat testamentarisch Shoghi Effendi als seinen Nachfolger und was man auf Deutsch nennt, der Hüter der Bahá'í-Religion oder auf Englisch, the Guardian of the Bahá'í Faith, ernannt. Zu dem Zeitpunkt vom Tod von Abdu'l-Bahá war Shoghi Effendi in Oxford, England, wo er war, um Englisch und er hat dort studiert. Und 1952, das war Ende April, sind wir, mein Vater und meine Mutter und ich, nach Haifa zum Besuch von den Bahá'í-Schreinen und von Shoghi Effendi. Nach der Unabhängigkeit von Israel und nachdem es einigermaßen Ruhe da war, dann hat Shoghi Effendi zugelassen, dass die Freunde können nach Haifa zu Besuch fahren oder fliegen. Shoghi Effendi hat damals die Gewohnheit gehabt, jeden Tag nachmittags zum Bahá'í-Pilgerhaus zu fahren. Dieses alte Bahá'í-Pilgerhaus, die in der Zeit von Abdu'l-Bahá errichtet wurde, war in der Umgebung von dem Schrein von Bab, in den Gärten von Schrein von Bab. Und die Pilger, die haben draußen
gewartet auf sein Kommen und hat er dann mit den ganzen Pilgern, die waren immer, maximal immer 9 Personen, hat den Weg gemacht durch diese Gärten und hat nicht nur über die Bahá'í-Geschichte, sondern auch die Entwicklung von dem Bahá'í, von dem Schrein, von dem Bau, von dem Schrein von Bab gesprochen. Also der Schrein von Bab war zuerst in Form von 6 Räumen von Abdu'l-Bahá gebaut worden. Dann nach dem Tode von Abdu'l-Bahá hat Shoghi Effendi 3 weitere Räume dazu gebaut, insgesamt 9 Räume. Und dann einige Jahre später hat er angefangen, dieses Superstructure, was wir heute sehen mit dem goldenen Kuppel, hat er angefangen später zu bauen. Als war ihr da wart auf Besuch 53, was stand da? Als wir dort waren, da war nur die zweite Etage von diesem Superstructure da. Jedenfalls der Besuch von Shoghi Effendi und Besuch von den heiligen Schreinen, von Bahá'í heiligen Schreinen, war für mich wieder ein ganz wichtiger Faktor für meine geistige Entwicklung. Ein anderes Ereignis, was für mich auch einen tiefen Eindruck hinterlassen hat, das war 1948, da war ich 12 Jahre alt. Da sind wir mit meinen Eltern und Herrn Abdulhamid Eshraq Khaveri, der ein sehr bekannter Bahá'í-Gelehrter war, nach Aserbaidschan gereist. Diese Besuche und die Ansprachen von Herrn Eshraq Khaveri haben auf mich auch einen tiefen geistigen Eindruck hinterlassen. Ganz kurz über Herrn Eshraq Khaveri möchte ich erzählen, dass er ein sehr bekannter Gelehrter, islamischer Gelehrter war. In Hamedan, jetzt weiß ich nicht, bin ich nicht sicher, ich sag, war das Hamedan oder Malayer im Iran. Und war wirklich der erstrangige Ulama oder Gelehrte, islamischen Gelehrte in der Stadt. Seine Ansprachen, religiösen Ansprachen, die normalerweise immer die Ulama halten, waren wirklich sehr aufrichtig und nicht aufhetzend wie manche andere Ulamas. Das hat die Bahá'í-Gemeinschaft in der Stadt ermutigt, unbedingt die Botschaft des Erscheinens von dem Verheißenen, dem Bab und Baha'u'llah, dem zu überbringen. Und wie es das machen, konnte sich keiner trauen. Das waren eigentlich sehr strenge Verhältnisse, damals noch schlimmer wie heutzutage, dass die Leute überhaupt nicht wagten, über die Bahá'í-Religion zu reden, ganz speziell mit einem ganz bekannten Gelehrten. So, den Plan, den sie gemacht haben, diese einige Bahá'í aus der Bahá'í-Gemeinschaft, der war es, er hat jeden Freitag nach dem Moschee-Gebet, also Freitagsgebet, ist er durch einen Park nach Hause gegangen. In diese Bahá'í-Freunde, einige, haben dann den Plan gemacht, dass sie auf seinem Wege, wo er vorbeigeht,
auf einer Bank sitzen und Bahá'í-Gebete singen. Und dann hat er selbst diese Bahá'í, die dabei waren zu beten, angesprochen. Er hat gesagt, die sollen ihm erzählen, woher das stammt. Das war natürlich die Erfüllung des Planes. Und dann haben die Bahá'í angefangen, über die Bahá'í-Religion ihm zu erzählen und dann auch Bücher geben zum Studieren. Und schließlich, nach seinem Studium, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, hat er sich als Bahá'í erklärt. Dann wurde er natürlich angegriffen von der islamischen Seite. Er war ein sehr tiefer Gelehrter, nicht nur was die islamischen religiösen Kenntnisse anbelangt. Nachdem er Bahá'í geworden ist, hat er angefangen, Englisch zu lernen, weil Shoghi Effendi empfohlen hatte, dass die Bahá'í sollen Englisch lernen. Mhm. Englisch und Arabisch. Arabisch konnte er sowieso. Dann hat er angefangen, Englisch zu lernen. Und er hat sich so weit im Englischen vertieft, dass er die Nabil's Narratives, das ist ja die Bahá'í-Geschichte, von der Bahá'í-Geschichte, was Shoghi Effendi kurz gefasst hat aus den Schriften von Nabil, der Bahá'í-Historiker war eigentlich, auf Englisch. Das waren auch wirklich Eindrücke, die unvergesslich sind für mich. Auch eine ganz wichtige Periode von meinem Leben war der Zeitpunkt, wo wir als Pioniere nach Tanger, Marokko, hingezogen sind, aus Rafsanjan. Was für Jahr war das? Das war 1953, sind wir, November 1953 sind wir nach Tanger gekommen. Da waren Pioniere, Bahá'í-Pioniere, das sind, haben wir besprochen. Pioniere sind ja die Leute, die ihr eigenes Land verlassen und dann in ein neues Gebiet hinreisen, um den Bahá'í-Glauben zu propagieren. Da waren Pioniere aus dem Iran und aus Amerika. Und die Sekretärin von Bahá'í-Gruppe war eine sehr wirklich vertiefte und geistige amerikanische Bahá'í, die war schwarzhäutig, war ein Rechtsanwalt, der da hingekommen ist. Wie hieß die Dame? Elsie Austin. Dann hat die Bahá'í-Gruppe dort ein Foto gemacht und dieses Foto hat Elsie Austin an Shoghi Effendi geschickt nach Haifa. Mhm. Tanger war ein ziemlich internationales Gebiet und da waren sehr viele Nationen dort. An erster Stelle, außer den Marokkanern, waren die Spanier und dann Franzosen und dann andere. Da haben die angefangen, die Lehrarbeit zu machen unter verschiedenen Leuten in verschiedenen Gesellschaftsschichten. Wir hatten damals Herrn Muhammad Ali Jalali, war auch ein Bahá'í-Gelehrter aus dem Iran, der früher auch ein islamischer Gelehrter war. Und er hat auch die arabische Sprache gut beherrscht. Und unter den Arabern und der marokkanischen Bevölkerung hat er die Lehrarbeit gemacht. Da sind ein paar aus der arabischen Bevölkerung haben sich erklärt und dann aus der spanischen Bevölkerung. Jedenfalls zum 21. April, einige Tage vor dem 21., ich weiß, das war vielleicht am 14. oder 15., haben die Freunde in Tanger gemerkt, dass sie weit über der Pensum von 9 sind für den lokalen geistigen Rat. Le petit morceau du puzzle. Wie viel Droh von Lützburg geschwärmt, die sind 60 auf Lützburg gekommen.
Du schreibst mal von den 50er Jahren. In den 50 war die Ereignisse von Rav St. John. Da war dann Haifa, da war dann Tangier. Wie fand man dann die paar 10 Jahre oder zwischen 15 Jahren, bis das daheim zuletzt ankommt? In Tangier war es effektiv so, dass ich keine Schule, reguläre Schule besuchen konnte. Die französische Schule hat mich nicht akzeptiert, weil ich kein Französisch gesprochen habe. Spanisch habe ich auch nicht viel gesprochen. Und die einzige Sprache, die ich wirklich beherrscht habe für, eine, für ein Schulstudium, war Persisch, was in Tangier nicht möglich war. In Tangier war für mich die einzige Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, war die Abendschule, amerikanisch. Die Amerikaner haben eine Primärschule gehabt dort und haben Abendklassen für Englisch abgehalten, aber sonst nichts. Da habe ich Englisch studiert und dann habe ich auch mit dieser Madame Elsie Austin sehr oft Englisch gelernt. Mhm. Und dann habe ich mit Herrn Mohammed Jalali, der ein Bahá'í-Gelehrter war, auch die Bahá'í-Schriften, auch die arabischen Bücher von den Bahá'í bei ihm studiert. Also war beschäftigt und dann auch, was ich als Aufgabe gehabt habe, war natürlich auch, war ich Übersetzer von meinem Vater, auch gleichzeitig Fahrer von ihm und so. Ich war eigentlich praktisch die rechte Hand von ihm und wollte aber meine reguläre Schule irgendwann beenden. Dann ist mein älterer Bruder, der in Hamburg in der Zwischenzeit studiert hat, ist nach Danke gekommen, um uns zu besuchen und hat mich mitgenommen. In Hamburg gab es eine dreiwöchige Kur für Magengeschwür. Mein Bruder hatte auch Magengeschwür gehabt. Also wir haben zusammen in einem Zimmer gewohnt und im Krankenhaus und wurden behandelt. Er wurde ausgeheilt und ich nicht. Ich blieb noch 3 weitere Wochen. In der Zwischenzeit, ich hatte ja sonst nichts zu tun, habe ich versucht, Deutsch zu lernen. Mein Bruder hat mir sein Deutschlehrbuch gegeben. Und ich habe es mit ihm immer gelernt. Und dann die Krankenschwester und so weiter, die reingekommen sind und so weiter, habe ich mit denen mich unterhalten, versucht zu unterhalten und so. Schließlich war ich auch ungefähr gesund und wollte nach England, um weiter zu studieren. Dann hat mein Bruder und noch ein Freund von mir, der in Rav St. John in derselben Klasse war wie ich, der hat auch dort in der Schule, in Hamburg ist er zur Schule gegangen, die haben mich überzeugt, dort zu bleiben und dann wenigstens mit dem Direktor von seiner Schule eine Unterredung zu haben und sehen, ob ich dort zugelassen werde. Ich habe gesagt, okay, wenn es geht. Dann habe ich, der hat meine Zeugnisse gesehen, waren Leute wirklich gute Nummern, Noten an sich und hat ein bisschen Deutsch mit mir gesprochen. Ich konnte ihm antworten und wir konnten uns unterhalten. Hat er gesagt, für 6 Wochen, dass du hier Deutsch gelernt hast, sprichst du schon ganz gut. Also ich werde dich aufnehmen mit der Bedingung, ich hatte in Iran die 10. Klasse beendet, dass du hier in die 11. Klasse gehen kannst. Und dort brauchst du das erste Jahr nur die naturwissenschaftlichen und Mathematik und Geometrie und so Sachen lernen und Prüfungen machen, aber
dort, wo du Sprache brauchst, brauchst du noch keine Prüfungen zu machen. Aber nachher, wenn du es bestehst, die 11. Klasse, kannst du in die 12. Klasse, aber dann musst du alles lernen. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Die 11. Klasse habe ich geschafft, in der Formel, wie er beschrieben hat. In der 12. Klasse war natürlich ganz schwer, auf Deutsch alles durch Aufsätze zu schreiben, wie die anderen und so weiter. Das habe ich auch mit Ach und Krach geschafft und dann Abitur gemacht. In Deutschland waren damals 13 Jahre, in Frankreich und überall waren 12 Jahre. Dann habe ich mich entschlossen, Stahlhüttenwesen zu studieren, Stahlhüttenwesen. Und dann habe ich in Österreich weiter studiert, auf der Montanistischen Hochschule. Wenn ich mein Diplom hatte, bin ich zurückgegangen nach Iran. Das haben wir das allererste Mal gesagt. Ja. Das ist ja. Okay. Ja. Und dann sind wir nach Luxemburg gekommen. Das war dann der Anlass, warum ich nach Luxemburg gekommen bin. Auf jeden Fall, merci, dass wir die Zeit konnten holen, für die Frauen zu stellen. Wir sagen allen merci vielmals. Ja.